Hallo, mein Name ist Nikolai Schmidt. Wir bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb und bauen vorwiegend pfluglos die Kulturen Raps, Weizen, Sommer- und Wintergerste sowie Hafer und Erbsen an. Bei uns im Taunus ist die Besonderheit, dass wir sehr wechselnde Bodenverhältnisse selbst auf einem Schlag haben können, die von schweren Tonböden bis hin zu schiefer Verwitterung über sandigen Lehm mit mittlerem Steinsatz reichen können. Und dadurch haben wir die Besonderheit, dass wir einen erhöhten Verschleiß haben und insbesondere in den beiden vergangenen trockenen Jahren beziehungsweise in diesem Jahr ist es genauso wieder sehr trocken, sehr hart, sehr viel Verschleiß mit normalen Stahlscharen, aber mit Hilfe der HMM Plus Schare von Horsch ist das für uns kein Thema mehr. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsergebnis, wir haben wenig Verschleiß, wir brauchen wenig Zugkraft für den Grubber. Als Beispiel mit dem 5.3 GX fahren wir jetzt mit einem 250 PS Schlepper und können eine vernünftige Geschwindigkeit fahren und haben damit ein vernünftiges Arbeitsergebnis, was wir uns auch später für die Aussaat wünschen. Ja, Pascal, bei uns im Haus wird die Form entwickelt, die Geometrie des Schares. Was macht BTEC damit? Wo kommt BTEC drauf an am Schar? Schauen wir mal hin. Genau, ich habe da gerade mal noch eine ältere Schar-Variante mitgebracht, um das besser erklären zu können. Also ganz wichtig für uns erstmal ist, dass jedes Schar auf den einzelnen Maschinentyp abgestimmt ist. Dann ganz wichtig das Winkelhartmetall, eben für die Schlagbeanspruchung in steinigen Böden. Und dann noch die Leitblechüberdeckung, weil man eben gemerkt habe, dass man beim ersten HM Plus Schar damals plötzlich deutlich mehr Leitbleche wechseln müssen, und weil die Schare länger haltet. Dann haben wir das noch geschlossen, sodass wir hier wieder ein komplettes System haben, das sich in Balance befindet, verschleißtechnisch. Winkelhartmetall, um die großen Schläge gut absorbieren oder ableiten zu können, ohne dass hier gleich so eine Metallblättchen abbricht. Dann diese einheitliche Überdeckung, um den ganzen Stahlkörper zu schützen. Leitblechüberdeckung ist ein guter Begriff. Leitblechüberdeckung, was sagt man da pro Scharspitze? Wie viele Leitbleche gehen damit durch? Also früher ohne die Überdeckung musste man bis zu dreimal Leitblech wechseln, bevor das Schar verschlissen war. Und dadurch, dass man es jetzt hier hinter geschlossen hat, man sieht es hier ganz schön, konnten wir das wieder im 1:1 Verhältnis darstellen. Und diese HM-Scharspitzen im Vergleich zu normalen Stahlkörpern, gibt es da bei euch im Hause irgendwelche Erfahrungen, wie viel länger? Ich sage es immer so bei Kunden, wenn mich Kunden anrufen, hey, HM Plus Spitzen, wie viel 1000 Hektar halten die? Dann sage ich, das ist ein guter Begriff, weil du kannst das Wetter nicht beeinflussen, du kannst die Böden nicht beeinflussen, du kannst die Fahrgeschwindigkeit nicht beeinflussen. Wie wird es bei euch im Haus gehandhabt, wenn jetzt solche Fragen aufkommen? Wenn wir das messen, sagen wir immer, das ist natürlich von den Bedingungen auf dem Betrieb abhängig, aber zwischen 8- und 10-facher Standzeit von normalen Stahlscharen sollten schon erreichbar sein. Ich würde sagen, Premium-Produkte für einen Premium-Grubber. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Die Maschine von Horsch ist sehr gut, ist top. Zu dir noch, Pascal. Die Leitblechüberdeckung ist bei unserem Betrieb noch etwas länger. Wir haben den Grubber seit 2018 und haben ungefähr jetzt 1500 Hektar mit dem schon gegrubbert. Und wie man selbst erkennen kann, ist der Leitblechverschleiß minimal und hält auf unserem Betrieb deutlich länger. Ja, Nico, danke für das Feedback. Bei dem Wetter, du willst noch dreschen, du willst weiter für uns testen mit dem Grubber. Wenn was ist, melde dich, wir helfen weiter. Dafür stehen wir. Ja. Vielen Dank. Wir haben noch nichts zu tun. Wir müssen weiter. Jawohl, danke. Macht's gut.